Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. In dieser Podcast-Folge spreche ich über die Macht der Sichtbarkeit in der Selbstliebe. Ich spreche darüber, wie Sichtbarkeit uns dabei helfen kann, uns selbst zu lieben, Selbstvertrauen aufzubauen und letztendlich Erfolg zu unseren eigenen Bedingungen zu haben. Also bleib dran, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Diese Folge ist eine Kooperation mit Mia Boss, dem Online-Magazin für Power- und Businessfrauen. In einer Welt, in der Vergleiche und das Nicht-Genug-Sein einer Tagesordnung sind, ist es leicht, sich in Gefühlen der Unzulänglichkeit zu verlieren. Das bedeutet so viel wie, du fühlst dich unbeholfen oder persönlich unattraktiv anderen Menschen gegenüber. Wir werden ständig mit Bildern und Botschaften bombardiert, die uns sagen, dass wir dünner, hübscher, klüger, witziger oder erfolgreicher sein müssen. Die Liste ist sehr lang und geht immer weiter. Wie können wir also diese negativen Gedanken bekämpfen und Selbstliebe nach außen bringen? Ein unglaublich wirkungsvolles Mittel ist hierbei die Sichtbarkeit. Denn Sichtbarkeit bedeutet in der Praxis, sich selbst zu sehen und zu hören. Es geht darum, ganz du selbst zu sein und deine einzigartigen Gaben mit der Welt zu teilen. Wenn du sichtbar bist, sagst du, ich bin wichtig und ich bin es wert, gesehen zu werden. Und wenn du sichtbar bist, gibst du anderen Menschen die Erlaubnis, ebenfalls sichtbar zu sein. Dadurch schaffst du einzigartige Gelegenheiten und Beziehungen, die langfristig für dich gut sein können. Aber warum ist Sichtbarkeit bei der Selbstliebe so wichtig? Weil es immer darum geht, dich so zu akzeptieren und wertzuschätzen, wie du bist. Es geht darum, deinen eigenen Wert zu erkennen, unabhängig davon, was andere sagen oder denken. Und wenn du sichtbar bist, sagst du der Welt, das bin ich und ich bin gut so, wie ich bin. Was würde es für dich bedeuten, gesehen zu werden, gehört zu werden, gefeiert zu werden für genau das, was du bist und vor allem, wer du bist? Sichtbarkeit kann aber auch sehr beängstigend sein, vor allem, wenn man dir beigebracht hat zu glauben, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht kennst du das, wenn du zum Beispiel von deinen Eltern nur Anerkennung bekommen hast, wenn du in der Schule gut warst oder wenn du dafür gelobt wurdest, dass du ruhig bist und keine Szene machst. Oder wenn dir gesagt wurde, dass du zu sensibel oder zu viel bist. Es fühlt sich beschissen an, oder? Wenn das der Fall ist, kann sich Sichtbarkeit aber auch wie ein Risiko anfühlen für dich, vor dem du Angst hast. Daher gelingt es dir auch nicht, mit deiner Geschichte nach außen zu gehen. Du könntest dir Sorgen machen, dass du abgelehnt wirst oder dass die Leute sehen, wie viel Arbeit du noch an dir zu leisten hast. Aber was wäre, wenn du diese Dinge nicht als Fehler ansiehst, sondern als Chance? Oder aber was wäre, wenn es jemanden in deinem Leben gäbe, der dich genauso sieht, wie du bist und dich toll findet? Stell dir mal vor, du lernst dich selbst richtig zu sehen. Das ist die echte Powermacht der Sichtbarkeit. Denn wenn du sichtbar bist, knüpfst du tiefere Verbindungen zu anderen Menschen. Du schaffst Möglichkeiten für dich und andere und du eröffnest die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen. Wenn du sichtbar bist, bist du ein Spiegel für andere, die ihre eigene Größe zurückspiegeln. Und wenn du sichtbar bist, gibst du den Menschen die Erlaubnis, sie selbst zu sein. Du schaffst Möglichkeiten für Verbindung und Intimität. Solltest du dich also verloren fühlen oder das Gefühl haben, dass du nicht wichtig bist, dann merke dir, dass die Kraft der Sichtbarkeit all das ändern kann. Es beginnt bei dir. Es beginnt damit, dich selbst zu sehen. Es beginnt damit, eine Entscheidung zu treffen. Also, wer möchtest du sein? In unserer Gesellschaft ist es mit einer gewissen Scham verbunden, sichtbar zu sein. Uns wird beigebracht, dass wir uns anpassen und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen sollen. Aber was wäre, wenn wir uns stattdessen für unsere Sichtbarkeit entscheiden würden? Ich habe hier drei Gründe für dich, warum deine Sichtbarkeit so wichtig ist. Sichtbarkeit hilft uns, mit anderen in Kontakt zu treten.
Wenn wir sichtbar sind, können wir mit anderen in Kontakt treten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder sich mit dem identifizieren können, was wir gerade durchmachen. Diese Verbindung ist entscheidend für unser geistiges und emotionales Wohlbefinden. Sie ermöglicht es uns gesehen, verstanden und unterstützt zu fühlen. All das sind wichtige Zutaten für die Selbstliebe. Sichtbarkeit gibt uns ein Gefühl der Kontrolle. In einer Welt, die sich oft chaotisch und unkontrollierbar anfühlt, gibt uns Sichtbarkeit die Möglichkeit, ein Stück Macht zurückzugewinnen. Wenn wir unsere Geschichten und Wahrheiten teilen, erschaffen wir unsere eigenen Geschichten, anstatt sie von anderen für uns schreiben zu lassen. Wir können entscheiden, wie wir gesehen werden wollen und welche Teile von uns wir mit der Welt teilen wollen. Sichtbarkeit fördert die Heilung. Für viele von uns ist Sichtbarkeit beängstigend, weil es bedeutet, alte Wunden zu öffnen, die wir vielleicht versucht haben zu verbergen. Aber der Prozess des Erzählens unserer Geschichte kann unglaublich heilsam sein. Er ermöglicht es uns, Scham, Schmerz und Trauma da loszulassen, die uns schon viel zu lange bedrücken. Das Fazit daraus ist, wenn du damit kämpfst, dich selbst zu lieben, ermutige ich dich, die Kraft der Sichtbarkeit auf deinen Heilungsweg zu nutzen. Und egal, ob du deine Geschichte mit einer Freundin oder einem Therapeuten teilst oder ob du einen Podcast startest oder ob du einen Blog hast, sei dir immer bewusst, dass du es wert bist, so gesehen und gehört zu werden, wie du bist, mit all deinen Unvollkommenheiten und Vollkommenheiten. Du bist nicht alleine, denn du wirst gesehen. Und deine Sichtbarkeit ist ein Geschenk für diese Welt.